Willkommen, liebe Sportfreunde, zu SVD-TV, heute vom Sportfest in Damscheid. Gestern nach einer gelungenen Cocktailparty, heute ein F-Jugendturnier hier in Damscheid und auch das DFB-Mobil ist hier vor Ort. Wir sehen begeisterte Nachwuchstalente bei einer besonderen Trainingseinheit und im Anschluss dann das letzte Spiel der Saison in der Kreisliga C Rhein. Der SV Damscheid empfängt heute die zweite von Versalia Oberwesel. Die Tabellenkonstellation folgendermaßen: Nach einem Sieg der Weilerer gestern gegen Boppard hat der SVD heute mit einem Sieg gegen Oberwesel die Chance, mit den Weilerern gleichzuziehen auf den zweiten Platz, um dann bei einem Entscheidungsspiel vielleicht doch noch die Chance auf die Relegation zu wahren. So, jetzt bei mir Peter Kuhn im Interview. Peter Kuhn, SV Damscheid heute gegen die Oberweseler Zweite. Die Erste hat es am Freitag nicht gepackt, gegen Niederbosch zu gewinnen. Traust du der Zweiten denn heute gegen Damscheid mehr zu? Ja, es schlagen natürlich heute zwei Herzen in meiner Seele. Ja, einmal als Damscheider Mitbürger würde ich mich natürlich freuen, wenn der SV Damscheid die Möglichkeit hat, noch gegen den SC Weiler die Relegation zu spielen oder halt eben das Entscheidungsspiel. Das würde mich sehr freuen. Auf der anderen Seite, als ehemaliger Vesalien-Vorsitzender, würde ich natürlich mich auch freuen, wenn die Vesalia Punkte holt. Also so insgesamt letztendlich muss ich sagen, dadurch, dass es für Oberwesel um nichts mehr geht, wäre ein Sieg für den SV Damscheid das für mich etwas wichtiger. Okay, also dein Tipp da noch? 2-1 für den SV Damscheid. Alles klar, gut geredet, Peter. Danke. Bitte. Nein, ich will lieber so. Gut. Das Besondere an dem diesjährigen Sportfest ist, dass wir auf das 30-jährige Bestehen unserer Sportanlage hier zurückschauen können. Ein ganz erheblicher Anteil an der Erstellung des Geländes als auch an der stetigen Pflege und Wartung hat unser Wolfgang. Herr Wolfgang macht schon seit 1981 hier den Platz aufbauen und kümmert sich Tag und manchmal auch nachts um den Platz und um das Gelände rundherum. Hierfür möchten wir Ihnen heute in besonderer Form danken. Und ich möchte das Mikrofon an den Mannschaftspartner Rudi Kamps übergeben, der hier was vom Fußballgleich mitgemacht hat. Liebe Fußballfreunde, im Namen des Fußballverbandes Rheinlandes und des Namens Walter Risch und des Fußballgleichs unserem Vorsitzenden Hans Christmann habe ich den Auftrag, heute eine Ehrung vorzunehmen. Eine tolle Leistung für eines Vereinsmitgliedes, der 30 Jahre Platzwart macht. Und man sieht es, ich war jetzt in der letzten Zeit schon mehrmals hier auf der Anlage, in einer der schönsten Anlagen, auch als Radplatz. In dankbarer Anerkennung der langjährigen treuen, verdienstvollen Arbeit für den rheinländischen Fußballsport verleihen wir Wolfgang Müller den Ehrenbrief des Fußballverbandes Rheinlandes. Mit unserem Dank verbinden wir den Wunsch und die Bitte auch in Zukunft, die ehrenamtlichen Lehrer unseren sportlichen Gemeinschaft nach besten Kräften zu unterstützen. Damscheid, 21.05.2011, Präsident Walter Risch. Letzte Saison wollte uns ein jugendlicher Spieler verlassen, wollte in Jugendjahren im Fußball den Rücken kehren. Er hat dann feststellen müssen nach dem ersten Spiel, dass es draußen mindestens genauso anstrengend ist mit der Schreierei und hat sich dann so knapp heimlich wieder reingeschlichen. Und es ist ihm dann gelungen, im Laufe der Saison sein 500. Spiel für den SVD zu machen. Guido, in der Spaß, er hat 500 Spiele gemacht, taufrisch der junge Mann, er wird immer besser anstatt langsamer, aber es macht ja nichts. Also wie es im Moment aussieht, kann er dann doch noch 4-5 Jahre spielen. Guck mal, wie der Formel 1 aus. Wir danken uns auch. Ja, danke schön. Dankeschön.
Und abfangen, da kommt der Matthias. Gut. Die Schlitten da. Oh, was kalt. Das sind genau die Dinger, wo man vorne fliegen kann. Langsam, Guido. Und hochgehen, Jackel. Ja. Gut, Matthias. So richtig komisches Rennen kann das werden. Ja, dass man so bleibt. Weiter! Richtig Schluss gezogen. Ja! 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 Ja, ja, schön, Matthias. Oh, hoch, Trommel, hoch! Ah, weg, Thomas! Oh, was gibt der jetzt? Aber gar nichts. War nicht im Film. Chicken! Thomas! So böse sind wir jetzt, gell? Ja, ja. Pass auf, da! Tor für Domscheid! Oh, ungewollt flach. Ja, genau. Spiel ich nochmal raus? Schieß mal raus! Jawohl, schön, Jäckchen! Jäckchen! Super! Bring doch! Ja! Ja! Oh, gibt's da. Excel! 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 Spiel doch! Ben! Muss erst mal Ball sein. Jerry! Elfmeter! Jawohl, Niki! Sehr gut. Die Dammscheider Kirmes am 25. Juni sehr zu empfehlen mit der Band 7 Amplified. Ja, ja, die Mannschaft. Wer ist denn das? Keine Ahnung. Dringend. Ja, ganz gut. Das ist ein gutes Ding. Tor für den SVD durch den Mann mit der Nummer 11, Thomas. Nummer 5, Thomas. Der neue Spielstand. SV Darmscheid. Vekalia Oberwesel. Danke, 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 danke. Bitte, 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 bitte. Abseits. Er könnte noch hinten. Abseits noch mal. Oder? Das ist in seiner Hand.
Oh, 5 Meter Abseits, natürlich. Ach, gelb. Aber er hat einen Rang gemacht. So gelb bleibt, wenn er nicht reingeht. Verändert. Wir haben beide auch noch hier. Hey, da hat er mal. Liebe Leute. Zum Glück ist er nicht umgefallen, gell? Oh, Zalina. Ich krieg da nicht. Scheiße. Wechsel! Nein, oh, ja, Trainer, super gesehen. Ich hab gar nichts. Der Thomas. Der Geländer geht raus. Wechsel beim SVD für den Mann mit der Nummer 5, Thomas Dennis, jetzt neu im Spiel, der Publikumsliebling mit der Nummer 12, Mario, die Büffelhüfte, Peace! Schön, Lepper. Jetzt flach weiter. Ganz schnell, dann wird schon anmelden. Oh, Büffelhüfte! Was ist der Trick auf Knopf? Büffelhüfte. Wechsel beim SVD für unseren Spielertrainer Andreas Braun. Jetzt neu im Spiel unser Stoßstürmer Daniel Bernd mit der Nummer 13. Ich frage mich für was. Ich bin noch in Deutschland. Ja, 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 schon tun die liegt da. Ja! Ja! Hüpf die! Ja, der ja, aber wie? Ja, dumm. Bosi? Abseits pfeift er gerne. Wo ist Bosi? Ja, da ab. Geht's, Ronny, komm! Mario! Ja, weiter! Der endet nicht! Christian kriegt den! Am Mittwoch, ja? Das ist schon. Jetzt bei mir im Interview nach dem 5:1-Sieg Mario Pies, seit längerer Zeit mal wieder mitgespielt. Was sagst du? Tja, souverän. Ja, 5:1, war schon klasse. Schade, dass ich keins gemacht habe, aber Training steht. Chancen waren da. Bosi hat auch die Abschlusschancen gemacht. Spiel um die Relegation, was sagst du dazu? Bisschen Oberwesel, ne? Ja. Machen wir. Bist gut. Ist ein Heimspiel. Okay. Leider bin ich schon da. Okay, alles klar. Spielertrainer Andreas Maul jetzt hier bei mir nach dem 5:1-Sieg gegen Vekalia Oberwesel. Trainer, jetzt sind wir mit dem Sieg. Haben wir dann doch noch die Chance auf die Relegation am Mittwoch in Oberwesel? Heute Torschütze. Was ist noch drin für uns? Das Spiel heute ist optimal für uns gelaufen. Ja, optimal. Nachdem gerade vor dem Spiel wir die 3-4 Ausfälle hatte ja. Und das verkraften musste, muss ich sagen, haben wir eigentlich noch ganz gut ein Spiel gefunden. Ich bin absolut zufrieden. Wie stieß dein frühes Tor? Ja, das war natürlich mit Spiel entscheidend, ja. Klar. Das hat man auch dann gemerkt, da ist ein kleiner Ruck durch die Mannschaft. Ja, waren wir vielleicht ein bisschen befreiter. Ja.
Aber insgesamt war es kein gutes Spiel von uns. Aber nichtsdestotrotz, ja, wir haben jetzt die Chance, ja, und versuchen das ganz klar auch zu nutzen. Jetzt spielen wir am Mittwoch auf Rasen. Wem liegt das eher? Ich hoffe natürlich uns, aber erst müssen wir mal gucken, inwieweit unsere Spieler wieder fit werden. Wie Nils, ja, wie der Toni, ob wir den vielleicht fit kriegen. Wie Thomas Ternes, wie der Markus. Ja, das sind für uns spielentscheidende Spieler. Und wenn die da sind, ja, gibt es mit Sicherheit ein Spiel auf Augenhöhe, was Tagesform entscheidet. Ja. Aber wenn die nicht da sind, dann wird es schon schwer für uns. Aber wir werden wieder alles geben und werden versuchen, das Spiel zu gewinnen, ja, damit wir noch ein paar Spiele haben. Alles klar. Danke, Trainer Andreas Braun. Tschüss. Ja. Und dann? Verlieren wir? Verletzte? Ob man da spielen kann? Ja, Boris war heute nicht dabei. Boris verletzt. Toni ist wieder im Kommen. Aber Nils. Nils, das war wichtiger Mann, ja. Du bist also pessimistisch. Weiß ich, wie die Spiele auswählen, die Meisterspiele. Das war immer eng. Ja, klar, Weiler, Gegner auf Augenhöhe, das stimmt. Aber man weiß auch nicht, ob die aus dem Vollen schöpfen können. Außerdem auch heute die Notruppe hat ein gutes Spiel gemacht. Ja, gut. Dem Gegner. Rotklang. Nee, gut, muss der Ball sein, wenn vorm Spiel dann so beim Warmmacher, zwei Verletzte, wenn alles umschmeißen muss, ist scheiße. Ja. Also ich muss durchschneiden. Wenn wir die Abwehr umgestellt, wird alles umgestellt, das wäre. Der Sieg war verdient. Es war aber ein Brückenkick. War es, ja. Von beiden Seiten. Von beiden Seiten, muss man ja sagen. Ja. Am Mittwoch sind wir dann wieder bei euch zu Gast. Mit der Mannschaft. Dann haben wir das Entscheidungsspiel gegen Weiler in Oberwesen. Dann viel Glück. Alles klar. Dankeschön. Hoffentlich behältst du recht. Carsten? Boris Büttner und Carsten Stahl jetzt bei mir. Boris Büttner, du hast dich beim Warmmachen verletzt, konntest heute nicht dabei sein. Was war los und wie lange hältst du an? Ja, Schmerzen im linken Knie, das ist ja mein operiertes Knie gewesen. Ich hoffe, dass es nichts Ernstes ist. Aber ja, hat sich nicht angefühlt, als wäre was gerissen oder so. Ich kann auch ganz normal gehen ohne Schmerzen. Und da müssen wir die Woche mal laufen und mal testen. Und dann hoffen wir es für Mittwoch, dass wieder alles okay ist. Du sprichst schon an, das schwere Spiel am Mittwoch in Oberwesel. Das Spiel gegen Weiler um den Relegationsplatz. Carsten Stahl, du heute durch die Ausfälle Kapitän, starkes Spiel gemacht. Was denkst du am Mittwoch? Was ist da für uns drin? Oh, die Mannschaft ist heiß und ist alles möglich. Ich denke, wir werden alles geben und dann schauen wir mal, wer da Sieg auf den Platz geht. Euer Tipp? 2-0 für uns. 2-1. Okay, danke. SVD-TV Michael Fahning, der Spielertrainer der Oberweseler Zweiten. Michael, du kennst auch die Darmstädter Mannschaft. Du hast ja einige der Darmstädter Recken auch selbst geformt. Du warst ja Darmstädter Trainer auch. Was sagst du zum Spiel heute? Verdienter Sieg. Vielleicht ein Tor zu hoch ausgefallen. Aber es war eine ganz klare Sache, dass der SVD heute stärkere Mannschaft war. Not gedrungen heute. Muss man ein bisschen umstellen an die Verletzungen. Hat nicht funktioniert. Man hat gesehen, Darmstadt war engagierter, wollte den Sieg, um noch das kleine Türchen offen zu halten für die Relegation. Ist ja auch gelungen, deswegen Glückwunsch an SVD. Tut mir heute so weh, dass man verloren hat. Für uns war es nicht so tragisch, war kein Thema. Jetzt drücken wir am SVD die Daumen, dass am Mittwoch dann Relegationsspiel gegen Weiler.
2 Stunden klappt in Oberwesel noch. Und dann gab es 2 Stunden Relegation wieder für die B-Klasse. Okay. Toi, toi, toi. Die Dammscheider Kirmes am 25. Juni sehr zu empfehlen mit der Band 7 Amplified.